Moin, moin, liebe Leute. Julia wieder ohne Gimbal unterwegs, deshalb verwackelt. Und heute am Hafen. Ich bin gerade in der Stadt unterwegs. Sohnemann schläft im Auto, also nutze ich die Gelegenheit, um euch was zu drehen. So. Ja. Neue Geschäftsideen für euch. Heute mehr oder weniger zusammengefasst. Thema Nightlife, das Nachtleben in Montenegro. Denn, man könnte eine Diskothek eröffnen. Es gab mal eine Diskothek hier in Bar. Das Gebäude steht leer. Die ist damals irgendwie aufgelöst worden, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die ich hier nicht nennen kann. Diskothek als solches. Nicht wirklich. Es gibt, also die meisten fahren tatsächlich nach Budvar, Tivat oder sonst wohin, weil hier in Bar nichts ist. Es gibt hier so einen Club. So lala. Also die Leute, die ich so gesprochen habe, die gehen da nicht wirklich gerne hin. Also man kann eine klassische Diskothek eröffnen, wenn man möchte und ein Nachtmensch ist und gerne Party macht. Oder was dazugehört, also in die Kategorie, so ein schöner, also was ja eher meins wäre, so ein schöner Jazzclub, ne? Muss ja nicht groß sein, Leute. Also ich weiß nicht, die Jazzclubs, die ich so aus Hamburg kenne, das sind ganz kleine Butzen oft, ne? Da bezahlt man im Monat 200, 300, vielleicht 400 Euro Miete für so einen schönen Jazzclub. Fände ich cool. Oder so eine Pianobar, wo jemand nett immer Piano spielt irgendwie. Muss auch nicht groß sein, ganz ehrlich. Die Leute denken ja immer gleich, es ist so teuer. Muss überhaupt nicht groß sein. Schön Piano rein, wer auch immer von euch Piano spielen kann. Nett ein bisschen gemütlich drumherum gestalten. Toto. Sowas gibt's hier gar nicht. Also so nette Lokale mit netter Musik. Also es läuft halt immer die Ballermann-Musik, hätte ich fast gesagt, so in den Restaurants halt klassisch im Hintergrund und so, aber so ein schönes Café mit Live-Musik. Es gibt es hier und da immer mal, dass Live-Musik gespielt wird und so, aber so eine klassische Piano-Bar oder Jazz-Bar oder so, hier fährt nicht. So, und dazu in die Kategorie gehöre ich eine meiner Lieblingsideen, die ich euch jetzt mal kundtue, weil ich glaube, ich werde sie sowieso niemals umsetzen können, zeitlich einfach auch. Ein Wunschtraum von Julia, vielleicht erfüllt ihn ja jemand, weil er Lust hat. Kennt ihr, in Amerika gab es in den, oh Gott, ich weiß gar nicht, 50er, 60er, 70er Jahren oder sowas, 60er, 70er, vielleicht 80er, gab es so eine Rollerblade-Discos. Das finde ich ja total cool. Also so eine größere Halle, wo dann immer schön Disco-Kugeln oben hängen und beleuchtet werden. Also, dass man Disco-Beleuchtung hat. Und dann schöne Musik, also wie Diskothek, nur auf Rollerblades. Aber diese alten Rollschuhe, kennt ihr die noch, wo die nicht in einer Reihe sind, die Reifen, sondern so nebeneinander, also die Vierer-Rollerblades quasi. Dazu so eine Disco. Da kann man tagsüber für Kinder, abends für Erwachsene oder Jugendliche, wie auch immer. Und dann kann man am Rand, kann man da Gastronomie haben. Also kann man sich zusammentun, ne? Wenn man so eine Halle hat und die man vermietet jeweils diesen Gastro-Teil halt, also diese kleinen, ich weiß nicht, in Amerika war das immer so, ne? Da sind dann so kleine Shops, ein Eisladen, ich weiß nicht, ne? So kleine Shops halt zu essen. Der eine macht Tortillas, der nächste macht Hot Dogs, der nächste macht Hamburger, ne? Einer Eis, einer Getränke. Da kann man sich halt zusammentun. Und man vermietet entweder, man selbst mietet das und vermietet halt diese Gastro-Geschichten unter sozusagen in dem Moment, hat dadurch seine Mieteinkünfte ja schon wieder zur Hälfte rein oder so, sodass es insgesamt eigentlich gar nicht so teuer wäre tatsächlich, so wie ich es mir vorstelle in meiner Kalkulation. Ja, alternativ auch nutzbar als Schlittschuhhalle. Schlittschuhhallen habe ich ja auch noch nicht gesehen, aber ich war auch noch nicht in Kolaschin und so, die ganze Ecke, da gibt es vielleicht sowas, weiß ich nicht. Also eine Rollschuh,
Disco umbaubar als Eisschuh-Schlittschuh-Disco. Es gibt ja eigentlich auch tatsächlich inzwischen, es gibt ja so Rollerblades, die unten umbaubar sind mit Schiene als Schlittschuhe. Denkt mal drüber nach. Fände ich richtig cool. Wäre ich jeden Tag. Würde ich nicht mehr arbeiten, wäre ich nur noch in der Rollerblade-Halle. Also Schlittschuhlaufen, Rollerbladen macht sehr, sehr glücklich. Macht Spaß in allen Altersstufen. Und ich finde das total schäffig, wenn man dann solche Disco-Kugeln da hat und so richtig oldschool. Mit diesen alten Rollerblades, also diese... Richtig geil. Eine meiner Traumideen, wie gesagt, hier habt ihr sie. Vielleicht ist ja irgendjemand dabei, der sich zusammentun möchte oder viel Geld hat und das selbst machen möchte. Ich sage, also rein theoretisch glaube ich, braucht man gar nicht so viel Geld dafür. Mit meinen Ideen so, ne? Des Unterverpachtens, der Gastronomieteile. Da kann man auch Live-Musik mit anbieten auf der Fläche, ne? So kleine Konzerte, hätte ich fast gesagt. Also das kann man ja, solche Halle kann man ja für vielerlei Dinge auch immer tageweise anders nutzen sozusagen, ne? Zwischendurch mal. Wenn man sagt, am Wochenende findet da ein Konzert statt, dann ist halt mal kein Rollerbladen oder Konzert mit Rollerbladen ist ja noch geiler eigentlich. Ist ja on top, ey. Warum wird das in diesen großen Colorline-Arenen und so, warum machen die das nicht? Fällt mir gerade so in Hamburg bei uns. Warum gibt man nicht Konzerte und die Leute können währenddessen nicht nur doof rumstehen, weil dann kriegt jeder Rückenschmerzen, sondern man kann da Rollerbladen auf der Fläche. Das wäre doch viel cooler. Mensch. So, also, eine meiner Traumideen. Ne? So, Nachtleben, wie gesagt, insgesamt, wo man hier abends mal nett was trinken gehen kann und so. Die Leute sitzen hier halt eher dann, die treffen sich, also meist die Männer natürlich, muss ich leider sagen. Ne? Die Frauen sind ja oft zu Hause irgendwie dann, aber... die Männer und so, die treffen sich halt hauptsächlich dann in Restaurants, ne? Und sitzen dann, essen ein bisschen irgendwie und quatschen. Aber so diese klassischen Clubs oder so, wo man sich dann abends trifft, jiffert nicht wirklich. Also nichts wirklich Ansprechendes, Nettes. Das ist ja auch für diese ganzen Salsa-Leute und so. Wir hatten neulich in den Gruppen, in einer Gruppe, die Diskussion. Das Handy wird zu schwer für meine Hand. Julia quatscht schon wieder zu viel. Es gibt ja hier so Tanzkurse. Wer, glaube ich, die nächste? Entschuldigt. Seht ihr, ich fange an zu reden und mir kommen 80 neue Ideen. Tanzkurse, eine klassische Tanzschule habe ich auch noch nicht gesehen. Ist ja wahrscheinlich nicht so üblich, aber warum nicht mal machen? Also wer Tanzlehrer ist, warum nicht mal eine Tanzschule öffnen? Also Salsa tanzen nämlich. Viele haben, der Frauen haben Lust, immer mal Salsa zu tanzen. Also so eine, ne? Salsa-Bar. Ich weiß nicht. Irgendwie so. Da gibt es auch tausende von Ideen fürs Nachtleben. Weil aktuell, wie gesagt, gehen alle in die klassischen Restaurants und treffen sich da langweilig, sitzen nebeneinander und so weiter. Warum nicht mal anders? So, und was ich noch dazu sagen wollte, weil ich schon wieder böse Nachrichten bekomme. Leute, ich will nicht Montenegro europäisch machen oder, ne, dass das jetzt hier alles so wird wie in Deutschland. Das war nicht mein Plan. Ich versuche euch nur Ideen aufzutun, was man hier so machen könnte. Deswegen verändert man ja nicht gleich das ganze Land, weil man hier Dinge einführt, die es auch in Deutschland gibt. Ne? Es ist immer schön, die Mitte behalten und so. Ne? Also, ich bringe euch lediglich Ideen, was ihr hier so machen könntet. Und wie gesagt, mit echt wenig Geld in den meisten Fällen. Ja, also wie gesagt, so kleine Lädchen. Ich gehe mal rum und filme euch mal so kleine Lädchen, damit ihr mal seht. Wir haben heute eine Fläche angeguckt, 80 Quadratmeter mit großer Küche, Lagerraum, zwei WCs, 500 Euro monatlich. Ganz ehrlich. Also man findet halt gute Flächen auch für wenig Geld. Ja, also 2, 3, 4, 500 Euro monatlich. Und ihr könnt so einen kleinen Nachtclub, ich habe auch neulich eine andere Fläche gesehen, vielleicht filme ich die nochmal für euch, wo ich finde, man könnte auch da so eine super schöne kleine Piano-Bar draus machen. Also, vielleicht filme ich mal so ein paar Beispiele für euch demnächst, damit ihr mal so ein Verhältnis kriegt. Also, weil, was geht man da für ein Wahnsinnsrisiko an? Man muss nicht gleich ein Halbjahres, Jahres, Fünfjahres Mietvertrag unterschreiben, sondern man kann einfach anmieten und wenn es gar nicht gut geht, dann kündigt man halt in 2 Monaten wieder oder 3. Also ganz ehrlich. So, dann kauft man sich gebraucht irgendwie wo so eine kleine Gastro-Küche über eBay Kleinanzeigen in Deutschland und bringt sie her oder hier über Facebook Marktplatz. Geht genauso im Land. Man muss ja nicht immer gleich alles neu und alles schicko und so weiter. Also hier gibt es so viele Möglichkeiten.
Na, so, und ich will nicht, dass das hier alles deutsch oder europäisch wird. Ich bringe euch nur Ideen, die man hier und da vielleicht mal umsetzen kann. Ja, also ganz normale Ideen. Deshalb, es wird ja vieles davon gar nicht umgesetzt, weil viele Leute das nicht machen, aber hui! Vögel, habt ihr gesehen? Nein, habt ihr nicht gesehen, jetzt denkt ihr, ich hab sie nicht alle. Hier flog gerade ein Schwarm Tauben über mich rüber. So, also, Heide, machen. Ja? Nightlife. Ja. Eine Idee gestern übrigens, die noch dazu kam, zu dem Fun-Sportarten. Kletterpark. Kennt ihr das? Solche Klettern, dass man in etwas höherer Höhe an so Seilen und so weiter durch Bäume klettern kann und so von links nach rechts und oben und unten. Muss man hier die passende Gegend finden, weil die Bäume das hier oft nicht hergeben und so hoch nicht sind und so weiter, aber gibt es bestimmt auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Ein Kletterpark. In diesem Sinne, liebe Leute.